I'm a doctor. Can you push it like? No, not that. It's okay. It's okay. What? I'm a doctor now. Yeah. Sieht sehr, sehr crazy aus. So. Wir sind nicht mal mehr in Frankfurt. Wir brauchen Bilder. Die Leute beschweren sich, dass zu wenig Shirin ist. Dann gib den Shirin ungeschminkt. Ja, ich muss dir kurz was sagen. Aber no. Unterdrückt vor allem. Fühlst du dich unterdrückt? Alle fühlen sich unterdrückt. Pech gehabt. Warte. Nein, dann lass es, das ist toll. Ich hab nur Angst, dass ich deren Licht kaputt mache. Ich bin zu fett. Hör auf damit. Und rede positiv über dich. Ich bin sehr frischer Esser. Auch positiv. Bitte? Oh, du wirst gemobbt hier. Nein, echt. Das sind einfach zwei Welten. Die sagt, hör auf, schlecht über dich zu reden. Die sagt einfach, friss weiter. Aber dann ist morgen... Was kannst du morgen? Vitamine. Vitamine, Zink, Folsäure, Vitamin C. Regeneration. Das sollte passen. Antibiotika aber trotzdem nach der Show, ne? Ja. Yeah. Bist du krank geworden seit gestern? Du hattest, guck mal, du hattest gestern vor der Show hattest du Schleim im Hals, ne? Wie geht's dir jetzt? Also wie ging's dir am Morgen? Schleim. Hast du noch mehr Schleim? Heute war der schlimmste Tag, deswegen kriege ich auch das heute. Ja. Weil ich heute, ich bin am Ende. Mein Hals. Deswegen versuche ich eigentlich nicht so viel zu reden, aber... Ja, es geht nicht. Pech gehabt. Ich lese ja die Kommentare und alles drum dran. Ich gucke mir ja an, was die Leute wollen. Aber dadurch, dass ich den Fans nicht hinterherlaufe und denen nicht das gebe, was sie erwarten, werde ich dich die Frage nicht stellen. So nice. Guck mal, das Problem ist ja ein Aggressionsproblem. Es kann passieren, dass du Schläge kriegst. Guck mal, ein Kick, ich lieg. Shirin, es liegt an deinem Fuß. Jetzt eine Bewegung, ich lieg für immer. Wie geht's euch? Seid ihr schon bereit für Shirin? Hey, mach keine Ansagen. Es kann anfangen. Wir lieben Shirin, wir lieben dich. Wir sind hier für dich gekommen. Von ganz weit weg. Und wo seid ihr? Wir sind von der Schweiz. Ich heiße Bella und ich bin mega Fan von Shirin David, schon seit ich 5 Jahre alt bin. Wie alt bist du jetzt? 9. Ich bin einfach am Boden. Ja, ich weiß auch nicht, was mit dir ist. Soll ich euch die Decke bringen? Ja. Wollt ihr schlafen? Ja. Sobald ich die Kamera in eine Richtung zeige, fangen die Leute an zu feiern. Ciao. Ich habe auch gehört, Zürich soll krass sein. Vom Vibe und so auch. Ich bin extra vom Portugal gekommen. Ich bin nicht von da. Was? Ja. Ich wohne nicht hier. Rosa, ich wollte ein Walk-in-Video mit dir machen. Du hast den Gang lang läufst. Ja. Da. Ja, oha. Schau, Superstar. Kennst du auch. International Superstar. Mach nochmal so vielleicht. Jetzt zieh einen Backflip. Ich mach. Das Erfolgsgeheimnis von Shirin David, die ohne Privilegien in kleinsten Verhältnissen aufwuchs. Wir haben sie begleitet. Zürich geht crazy. Zürich hat eine komplett andere Energie. Die sind so... Wow, herzlich und dankbar und wow, ich bin done, I'm happy, ich habe durchgezogen, obwohl ich körperlich ein bisschen bin, aber es hat mega Spaß gemacht und das hat mich motiviert und jetzt ist meine Laune gerettet, ja, danke Zürich. Meine Stimme ist da, nicht da. Alles ist da, Shirin ist da. Das ist Shirin David, gerade nicht Barbara, da wieder die Zürich. Wow. Die schwarze Bitch. Was ist, wenn ich kotze nicht? Dann kotzt du, dann gehst du gut. Dann kotzt du in den Graben. Tief atmen. Dreimal. Here the stage, please. Alle zur Seite, bitte. Ich brauche immer Taschentücher wechseln okay. Für Spruch. Okay, Fiona, Kati, immer Taschentücher, Handtücher, immer Handtuch, dass sie reinrutschen kann. Sorry, Leute, könnte ich kurz zu Ohren zu halten. Das ist echt eklig. Schön, was machst du da? Schön, was ist das? Ich hab. Shirin, Herr lass bei dir, von ihrer Mutter, lass bei dir. Warte.
Zürich, seid ihr alle noch da? Zürich, schaut mal. Shirin ist heute sehr angeschlagen. Also braucht ihr euch heute noch 10-mal mehr. Zürich, könnt ihr Shirin auch helfen? Das ist ein Kämpfer-Moment. Sie Money und Zucker euch allen vorbei. Boom, give me money. Mach mal Lärm für Tarek. Kannst du den nächsten Song mit mir rappen? Ja, okay, wir wechseln es ab. Ja. Ich kann nur ja Trashcoat. Sieht so aus wie Kenzo. Wer hat denn die Geschenk? I love you, Shireen. Selbst wenn du keine Titten hast, steht Hickenberg Baby Girl, denn du darfst das! Ihr habt gerade gehört, ich habe von Ozzy gerappt und das ist einer der besten Produzenten, den ihr jemals haben werdet. Und er ist heute auch dabei. Er macht weltweite Hits für Drake und Travis. Mach mal Lärm für Ozzy! Shoutout Ozzy, schön, dass du da bist. In die Kamera gucken oder dich angucken? Ich komme gerade von der Bühne mit Shireen David. Das war einfach so krass, gigantisch. Die Leute sind ausgerastet. Zürich, was habt ihr getan? Abriss, ihr wart so dankbar. Wir lieben euch. Party, 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 Party. Du danke! Taban, ehrlich steht dir. Alter. Ehrlich steht dir. Das war Josie. Das Josie hat keine Tasche. Ich so, ey, geht Tappern jetzt auf der Bühne, das wäre dick witzig und ich mach Gespräche. Auf einmal Treppe hoch und so, ey. Wir haben uns totgelacht, als du Mikrofon geschnitten. Du bist ja nach hinten, du so Mikrofon. Ich wusste, wenn ich Ruhe reinbringe, ich wusste, wenn sie sieht, wie laut die sind und wenn Ruhe reinkommt, dann wird sie sagen, okay, weißt du was, sie ist hier reingekommen, sie hat es gehört, sie hat so ein Video gesehen, wie die Leute durchgedreht sind. Ich bin rausgegangen, ich wollte gerade abseilen gehen, auf einmal rennt sie an mir vorbei. Okay. Wow, einfach sich ausgewechselt, das wirklich ausgewechselt. Keine technische Störung, keine technischen Fehler. Sie braucht kurz einen Moment. Taban, der Unterdrücker. Taban hat sogar Publikum unterdrückt. Vor allem, ich habe alle diese Gesichter gesehen. Ich habe alle die Verzweiflung in allen Gesichtern gesehen. Wir schaffen das. Ich war selber innerlich abgehoben. Ich habe es nach der Herz gepackt. Mein Herz schon nach mir stehen geblieben.
Ganz, du hast nichts mehr. Achso, dort, du kannst in 2-3 Stunden erst gehen. Du bist ganz entspannt. Ich will nicht, ich will da hinlegen und dann schlafen. Ja, ja, safe. Aber jetzt erstmal runterkommen kurz. Du musst erstmal kurz dich beruhigen. Ey, danke dir, ehrlich, dass du so spontan gekommen bist. Wirklich. Only for you, ich schwöre mal. Und es hat einfach funktioniert. Es hat einfach funktioniert. Wäre geil, Mann. Ey, aber was hast du dir dabei gedacht, in dem Moment den Fan raufzuholen? Woher wusstest du genau, dass er es ist? Ich habe nur gesehen Bühne und ich war so, okay, irgendwie muss ich das wieder gut machen. Ich habe mich so geschämt. Wie lange haben die gewartet? 40 Minuten? Nein, nicht so lange. 15 Minuten, so 15, 20 Minuten. 15, 20 Minuten, maximal, ja, ja. Okay. Vor allem Ozan ist schon wieder rausgekommen. Er sieht, wie du losrennst, also kriegst du wieder zurück. Echt? Ihm war so klar, du machst weiter. Okay, aber für mich war es so, ich habe die so verkackt, da muss einer hier seine Experience jetzt haben. Aber ey, es war nicht mal verkackt. Das, ja, er war unfassbar. Ey, aber das war Kranke so, ist, gefilmt, er war so witzig. Ihr habt so ein, du hast so eine Spannungsbogen. Der Spannungsbogen wurde immer mehr, er wurde nicht überzogen. Ich auch wieder, okay, ich kotze weg. Und guck mal, das Problem haben wir im Block 1 und 2. Diese Rap-Sachen sind so eklig zu machen, weil du bist die ganze Zeit nur auf Zwerchfell, nur auf, du kannst nicht, und ab 3 lasse ich los. Weil die sind einfach zu rappen, weißt du, die anderen sind, Mensch, denk mir, backe dir, ja. Digga. Sag zu mir, ey, technische Probleme, sag technische Probleme. Ich sag im Leben nicht, gibt's keine technischen Probleme. Ich sag, das ist Shirin David, sie sind ehrlich. Gott sei Moment da oben. Aber wie? Hat man das gut gemacht da oben? Alles, was er da gemacht hat, war gut, die einfach im Zaun gehalten hat, ja? Ja, weil die mir gesagt haben, die Leute gehen. Ich hab, als ich dich hier gesehen habe und du warst wieder zurück, hab ich gesagt, nee, keiner geht. Hier geht keiner. Das sind alle, ich würde safe sagen, Marketing oder so. Ja, 100%. Ich würde bei Gott sogar, die werden das sagen. Ja, ich hab ja schon gesagt, du musst einen Teil deiner Show machen, dass die alle denken, du folgst dich. Ey, das war unglaublich, das war wirklich schön. Einfach mal, das ist der Trick. Ja. Das war eh nur für den Vlog. Ey, vor allem dieser Moment, wo dann Ozan auf den Leinwänden war, das sah so Amerika Superstar-Level. Das war so UFC. Das war so. Das bin ich, ja. Hast du dich gesehen auf den Hut? Das war richtig so, als ob so, wir sind bei UFC und dann, ja. Die stehen so auf, wenn die Leute vorstellen und dann war es in dem Moment auch. Der Typ, er hat immer über UFC und Boxkämpfe und so. Also Rosa, glaub mal hier, so wie ein Boxkampf hier. Gut? Ja, mein Gott, das ist so Bitch, you ate. Oh, danke. Danke, du Schatz. Thank you. Hi. Wie fandest du die Show? Boah, 10 von 10. Ich hab so voll krass viel erwartet, weil es ist schön sein wird, aber es war so... Ich hab geheult, ich hab Gänsehaut gehabt, ich bin ausgerastet, ich hab getwerkt, es war einfach, was will man noch mehr, sagt der alles. Sag mal, Kuchikastli. Kuchi, was? Kuchikastli. Was heißt das? Oh, jetzt schon besser. Ja, auf jeden Fall. Weil ihr habt dafür gesorgt, dass sie einfach wieder. Yes, ehrlich. Geisteskrank, weil ohne euch hätte sie das nicht geschafft, ehrlich. She made it. We were there like. Ich habe noch nie einen Clubauftritt gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Die krasseste, wo ich gesehen habe, war Lado, die im Club performt hat und sie hatte eine crazy energy im 808. Deswegen, ich versuche einfach irgendwie, ich krieg das schon hin. Warum muss ich immer Sachen, dieses Jahr ist wirklich das Jahr, dass ich mache Sachen zum ersten Mal in meinem Leben. Dieses Jahr ist crazy. Blödsinn machen kannst und so. Ich glaube, du kannst richtig Breakdance machen, weißt du, was ich meine? Einfach machen, was du willst. Leute anspucken. Ich kann sofort, wenn ich mich jetzt hinlege, schlafe ich sofort ein. Ich konnte es nicht fassen. Ich konnte mich fassen bei den ersten Songs. Ich gehe auf der Bühne nach Babsi Bars, weil ich darf das, okay? Ich habe diese Pose, ja? Wo ich so stehe. Meine Hand macht so. Weil ich darf das. I was shaking, weil ich darf es. Ich war so, okay, es passiert jetzt, du kotzt gleich. Ich weiß nicht, wie ich darf das, irgendwie ging das. Ich so, okay, jetzt beim nächsten Song kotzt du. Bei Man's War, bei Last Bitch Standing war vorbei. Nichts gegessen und Tabletten, oder? Ich dachte, ich gehe jetzt von der Bühne. Danke.
Dann bin ich für dich aufgehört. Dann irgendwie Löchel nochmal durchgezogen und danach komplett einfach weggeklappt. Leute, ich werde krank oder so. Du klingst schon den ganzen Morgen krank. Ich habe auch ein bisschen geschrien. Aber auf der Bühne klingst du auch krank, Bro. Auf jeden Fall, Leute, wir sind jetzt in Oberhausen angekommen. Gestern Köln langstes. gestern Zürich, Hallenstadion war crazy. Zürich. Ich habe Gerüchte gehört, dass Zürich absolut abgefuckt krass ist. Und ihr habt das einfach bestätigt. Ihr wart gestern so herzlich und so korrekt. Es hat einen einfach nur mit Liebe erfüllt und mit Freude. Und ja, das war's mit dem Vlog für Zürich. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und ja, bye-bye. Kommentiert auf jeden Fall, wie ihr diesen Vlog findet. Und schaut euch, falls ihr die vorherigen Vlogs nicht geschaut habt, die auch an. Lasst ganz viel Liebe da. Mua. Ciao, ciao, Leute. Ich gebe dir Geld später. Für die Plus-Zeiten. Aber auf einmal geht's nicht.